Wie haben sich die Erträge auf das Geldvermögen der Privathaushalte in den vergangenen Jahren entwickelt? Das hat die Deutsche Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht untersucht. Dabei haben die Experten der Bundesbank berücksichtigt, dass die Kaufkraft der Renditen mit der Inflationsrate schwankt. Man spricht dann von der realen Rendite. Bargeld und Bankeinlagen sind mit 40% die wichtigste Anlageform für private Haushalte. Sie hat im untersuchten Zeitraum zwischen 1991 und dem ersten Quartal 2020 meist eine nur geringe reale Rendite erzielt. Seit 2016 ist sie mit durchschnittlich minus 1,2% sogar negativ. Durch die Kursanstiege am Kapitalmarkt legten die Renditen von Aktien und Investmentfonds bis Ende 2019 dagegen kräftig zu. Zum Ende des ersten Quartals 2020 brachen die Renditen von Aktien wegen der Corona-Pandemie allerdings um 13,5% ein, von Investmentfondsanteilen um 7,5%. Bei der Gesamtanalyse zeigt sich, dass die niedrige Rendite auf Bankeinlagen durchweg auch die Gesamtrendite der privaten Haushalte gedämpft hat. Im Jahresverlauf 2019 stieg die reale Gesamtrendite von minus 0,1 auf 3,3%. Anfang 2020 fiel sie jedoch wegen der Corona-Pandemie auf minus 2,0%, der stärkste Rückgang seit dem Platzen der New Economy-Blase.